So, Video läuft, schauen wir, ob wir drauf sind. Sehr gut. Schon ein bisschen. Also, ich habe meine Schlauliste gemacht. Hallo mal wieder aus der OH-Welt mit Alex und Olli. Wir wollten uns mal wieder melden, weil wir den ganzen Sommer eigentlich nichts haben von uns hören lassen, weil wir unterwegs waren, beschäftigt waren, wie auch immer. Jetzt ist die Skate-Saison rum und wir lassen uns mal wieder blicken. Fängt an damit, dass der Alex viel unterwegs war und der wollte euch mal was erzählen, was er gemacht hat, vor allem mit was für Brettern unterwegs war. Und deswegen übergebe ich. Ja, wie immer war ich den ganzen Sommer mal skaten, was auch sonst. Diesen Sommer eigentlich die meiste Zeit mit der Crew von All Year Long. Das heißt, die meiste Footage und die meiste Coverage findet ihr auch dort bei All Year Long. Ich habe von OH-Seite ein neues Downhill-Brett getestet. Ist eigentlich eine überarbeitete Version von meinem alten Bro-Model. Wir haben zusammen mit dem Team ein bisschen den Shape bearbeitet. Wir sind vor allem mit Arthur und Fionn und mit Jasper haben wir viel gechattet. Die eigentliche Idee war, den Shape ein bisschen breiter zu gestalten und vorne und hinten die Standfläche gleich zu behalten. Das heißt, wir haben jetzt 24,5 cm Standfläche. Hinten einen ganz kleinen Ticken schmaler, aber nur unmerklich. Es ist immer noch auf unserer Mulde gepresst, auf unserer Mellow-Mulde, die wir ja schon inzwischen ein paar Jahre haben und die auch sehr beliebt ist. Ja, der Shape, ich finde ihn ziemlich cool, er ist ein bisschen Snowboard-artiger, er ist jetzt nicht mehr ganz so spitz wie der alte vom Bro-Model. Aber ja, ich finde es ziemlich geil und es hat eigentlich auch ganz gutes Feedback gehabt und ich hoffe, dass wir das Brett bald auf unserer Seite haben werden. Genau, Ziel ist es, dass zum mit dem letzten Feinschliff dann zur nächsten Saison auf der Homepage zu haben und verkaufen zu können. Das heißt, wer Anfragen hat, kann sich melden. Wem das zu breit und zu groß ist, dafür werden wir auch noch eine kürzere, schmalere Version haben. Ohne Kicktail vermutlich, dass man wirklich was Kleines, Kompaktes zum Flitzen hat. So viel zu der Hardware-Seite. Dazu noch eine kleine Sache von OH Wheels. Haben wir jetzt gerade Prototypen im Umlauf am Team und zwar von der Pro Grip als Variante zum Freeriden. Das heißt, breite, große Rolle, großer Kern, aber gerundete Kanten, eine angeraute Fläche. Das heißt, für den nächsten Sommer was zum schnellen Freeriden, zum Sliden. Sind wir auch noch am Testen, kommt dann auch nochmal ein Review, sobald wir soweit sind. Genau, dann wollen wir jetzt gerade nach dem Sommer im Prinzip direkt in die Weihnachtssaison starten. Dazu noch planen wir eine Weihnachtsaktion. Das heißt, wer sich überlegt, ein Brett zu kaufen, kann einen ganz guten Deal bekommen. Und zwar, wir wollen für eigentlich ab November bis Weihnachten zu einem Complete das Setup zum halben Preis geben. Wenn euch das interessiert, schreibt einfach eure Wünsche direkt an den Björn Heckmarty. Das heißt heckmarty@olsonheckmarty.de. Der bearbeitet das Ganze, antwortet euch und ihr könnt einen ganz guten Schnapp machen auf ein Brett jetzt für die Weihnachtssaison. Mit den Sachen, die wir jetzt noch, wir haben das Lager mal ausgemistet, wir haben geguckt, was haben wir da. Wir haben noch einiges an Brettern da, die wir jetzt nicht über die Webseite verkaufen wollen, wo wir jetzt gesagt haben, wir machen zu einer Aktion hier, falls ihr aus der Gegend seid, in Mainz am Mantelsonntag. Das ist der 29.10. von 13 bis 18 Uhr bei uns im Hinterhof. Zusammen mit unserem Skateshop vorne, dem Asphaltinstrument, in einen kleinen Lagerverkauf. Das heißt, da könnt ihr vorbeikommen, Prototypen angucken, ausprobieren, in die Hand nehmen. Ihr könnt aber auch Sachen kaufen zu guten Deals. Das heißt, da haben wir auch noch ein paar Composites da, die wir bis zu 30% off verkaufen können und so weiter. Einfach mal durchgucken, das ist nicht das, was du auf der Homepage kriegst, sondern einfach Sachen, die über sind, die raus müssen und die man aber noch super fahren kann. Das heißt, schaut da vielleicht auch mal rein. Das werden wir hier vor Ort machen. Das heißt, es ist auch immer mal die Chance, in die Werkstatt reinzugucken, mit uns ein bisschen zu schnacken. Also am 29.10., 13 bis 18 Uhr, in der Neubrunnenstraße 10 hier in Mainz. Adresse findet ihr auch, wenn ihr Olson Marty oder Asphaltinstrumente Skate Shop Mainz checkt. Ja, das wären unsere Aktionen fürs Erste. Wir melden uns auf jeden Fall nochmal mit Verlinkungen vom Footage vom Alex von All Year Long, dass ihr ein bisschen Skate Action vom Sommer gucken könnt. Und melden uns auch die Tage nochmal zurück mit neuen Vlogs, weil wir uns gedacht haben, wir können uns mal wieder blicken lassen. Also, macht's gut.